On-Screen-Menü Ihres Receivers finden Sie unter dem Punkt 4 Eingangs-Setup den Menüpunkt 5 Bildeinstellungen. Als erstes können Sie das Bild-Seitenverhältnis einstellen. In der Regel ist die automatische Erkennung Auto die richtige Wahl. Unter Bildmodus können Sie unter verschiedenen Voreinstellungen wählen. Dazu zählen zum Beispiel Kinomodus oder Spielemodus. Weitergabe belässt alle Einstellungen der Quelle, skaliert allerdings das Bild. Direkt bedeutet die Weitergabe des Bildes ohne Veränderung und ohne Skalierung. Wählen Sie eigene Einstellungen, können Sie verschiedene Bildparameter verändern. Der Spielemodus bewirkt einen schnelleren Bildaufbau. Im Filmmodus können Sie zwischen einer automatischen Erkennung des Signals und dem Videomode wählen, um eine entsprechende Umrechnung in ein progressives Format zu erreichen. Mit der Konturoptimierung können Sie die Schärfe des Bildes erhöhen. Mit der Rauschunterdrückung können Sie Bildrauschen in mehreren Schritten vermindern. Weiter finden sich natürlich Einstellungsmöglichkeiten für die Helligkeit, Kontrast, Farbton und Farbsättigung sowie die Farbtemperatur. Für alle Einstellungen gilt, dass Sie mit einem Druck auf die Enter-Taste Ihrer Fernbedienung die Auswirkungen am Bild kontrollieren können, zum Beispiel hier die Auswirkung der Farbtemperatur. Für jede Eingangsquelle können Sie die Bildeinstellung separat vornehmen. Haben Sie beispielsweise am Eingang Game eine Spielkonsole angeschlossen, bietet es sich an, den Bildmodus auf die Voreinstellung Game zu stellen.